So, hallo, Hallöchen, hier bin ich wieder. Dieses Mal mit einem Let's Test des neuen, brandneuen Lego Batman 2 DC Superheroes. Okay, ich bin jetzt hier gerade schon im Startbildschirm. Hier haben wir neue Spieldeingabeoptionen, Spielladen, demnächst, da kommt Trader, Optionen ganz mal zu der Musik und so weiter. Und verlassen zu Windows, was wir jetzt hier natürlich nicht machen würden. Wir machen jetzt ein neues Spiel. Spielstand 2, ist egal. Speichern. Jo. Okay. Gut, nehmen wir. Und dann schauen wir uns mal diesen kleinen Vorspann an. Preisverleihung Mann des Jahres auf einen Schlagabtausch zwischen den Spitzenreitern Bruce Wayne und Lex Luthor freuen. Ja, Gothams bekannter Playboy-Philanthrop stellt sich dem Glatzkopf aus Metropolis. Hier bei Gotham City News gilt unsere Sympathie natürlich dem Sohn unserer Stadt. Viel Glück, Bruce! Ich bin überrascht, dass Sie Ihren Wahlkampf unterbrachen und den ganzen Weg nach Gotham City kamen. Oh, meine Teuerste, als Nominierter ist es eine Ehre und ein Vergnügen, hier zu sein. Vor allem, wenn man gewinnt. Und nun, meine Damen und Herren, der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Und damit geht die Auszeichnung Mann des Jahres an Bruce Wayne. Nächstes Jahr, Kumpel. Ich hasse diesen Kerl. Wer war für euch da? Ein Mann, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben seiner Mitmenschen zu verbessern. Er hat unsere Gebäude umgebaut, unsere Banken von unnötigem Ballast befreit. Ihr habt stets eure Wertschätzung gezeigt. Warum nun aufhören? Stehender Applaus! Hab ich nicht erwartet. Aber ich nehme ihn an. Und auch alles andere. Rätsel in Ehren. Was ist Guld? Und in Ihrer Brieftasche? Geld. Nein, jetzt nicht mehr. Tut mir leid, dass ich Ihnen in die Parade fahre, meine Liebe. Besten Dank. Nein, danke. Hab keine Lust auf einen Stromschlag. Oh, keine Sorge. Ich wollte Ihnen nicht die Hand schütteln. Ich wollte Ihre Uhr. Ein angenehmes Zusammentreffen. Wir sollten es irgendwann wiederholen. Oh, das werden wir. Was für eine Nacht! Welch eine Ehre! Mir fehlen die Worte. Ich bin sprachlos. Aber was sage ich da? Wann war ich jemals sprachlos? Und wie ist das toll! Ich endlich auf der großen Leinwand! Was für ein Gesicht! Man denkt, was wird er wohl sagen? Was wird dieser Mund uns kundtun? Schau dich mal diese schönen gelben Zähne an vom Joker. Leider musste ich dir das die hat er wahrscheinlich mit Anal B geputzt. Oh ja, das nehme ich mal ein weißes Lächeln. Ja, lecker. Gut, also.
Gut, also jetzt da müssen wir wahrscheinlich diese kleine hässliche Frau da zerstören. So, bauen wir das mal auf. Alter. Du mich auch. K. Ich halte gerade gedrückt. So. Gut. Und dann müsste sich da ja was Nützliches ergeben. Harley Quinn. Gut. Oh, der hat eine ganz, ganz große Hosentasche anscheinend. Oh, prallt natürlich sehr schön ab und erstes Leben lost. Gut. Auch nächstes Leben lost. Und das letzte Leben. Auch lost. Gut, den haben wir mal fertig gemacht. Gut. Wir müssen da jetzt da reinspringen oder reinfallen. Okay, ein Checkpoint, so wie es ausschaut. An dem man anscheinend immer zwischenspeichern kann. Sehr schön, finde ich. Okay, die haben da wahrscheinlich gerade eine Soundprobe. Was bewegt sich denn da? Ja, das ist wahrscheinlich der nächste Gegner, den wir zerstören müssen. Ja. Den müssen wir anscheinend zerstören. Ansonsten gleiche Steuerung wie bei meinem vorigen Let's Play Lego Star Wars. Ups, ich verschlag gerade Robin. Und Riddler. Wo bin ich? Batman! Gut. Also, wir folgen dem Spacko erstmal. Entschuldigung, Sir. Da müssen wir wahrscheinlich hoch anvisieren. Und hoch geht's. Dann haben wir gleich haben wir das nächste Stück. Oh ja, da müssen wir den jetzt einmal zerstören. Schweizer. So. Gut. Dann eine Kiste. Machen wir mal darunter. Dann bauen wir die auf. Und what do we have? Spiegelisch. Ja. Komm. Eispringer. Ein Tarnanzug, okay. Ja, nicht schlecht. Kaum mit K, glaube ich. Oh. A big question. K. Ich drück doch K. Junge, ich drück doch K. Ja, jetzt da. Danke sehr. Geil. Ich bin unsichtbar. Ja, nicht schlecht. Dann destroyen wir den mal. Bam. Damage. Okay. Gutes. So. Hoch. Oh. Robin. Och nö jetzt. Ach. Ich hab den ja gar nicht da runtergelassen. Ich dachte. Ach, ich muss die Winde da kaputt machen. Alter, komm jetzt. Jetzt, danke sehr. Gut. Komm mit. Robin, ja. Gut. So. What the? Alter. Ach, komm jetzt. Alter, die ganzen Scheißwachen, das habe ich noch nie gewollt. So, jetzt da. Danke sehr, geht kaputt. So, alle mal kaputt bashen. Ja, mit Hälfte. Entschuldigen Sie, Sir. Dann Anzug. Anzug. Ha. Was nicht? Ach, da ist jemand. Also da. Wo ist der? Wo ist der? Was ist? Und dann bleibt wahrscheinlich nur noch die eine Möglichkeit. Oh, du hast mich
ist das langweilig. Nee, Quatsch, ist ein übel geiles Spiel. Da bauen wir was. So. Gehen wir da hoch. Da ist ein Aufzug. Und nächste Szene. Wieder ein Checkpoint Charlie. Nein, Quatsch. Speichern und fortfahren. Gut. Die destroyen wir erstmal kurz. Und dann destroyen wir noch was. Und dann... Oh, da glänzt was. Was kann das sein? Gut. Was zum Zusammenbauen. Und es ist auch wieder so ein Tarnanzug, wahrscheinlich für den Robin, ja genau. Ein Akrobatikanzug, Akrobatik... Was? Stange. Wie? Wortwitz. Da, die Stange. Entschuldigen Sie, Sir. Okay. Ah! Alter, komm jetzt! Hier, Agro! Agro-Play! Okay. Arschtritt. Yeah. Two-Face. Schön, dich zu sehen. Nein, stimmt nicht. Gut. Pinguine. Mit Pisteln. Ja, geil. So was Geiles habe ich auch schon lange nochmal gesehen. Gut. Oh, da kann man was machen. Hey, komm jetzt. Ich weiß nicht, da kannst du was zusammenbauen. Da bewegt sich doch was. Danke sehr. Jetzt da, endlich. Gut. Ziehen wir uns mal hoch. Dann Tarnanzug. Ha, ich muss da anscheinend rein. Also aktivieren. Activated. Und dann zerstören wir hier mal was. Bauen was, was sich bewegt. Weil es sich bewegt. Und es bewegt sich immer noch. Und ich muss es hier wahrscheinlich bauen. Da, bauen. Damage. Drücke K und aktiviert zu werden. Was wird aktiviert? K. Eine Kugel. Das mag ich immer überhaupt nicht, wenn da immer. Ah, dieser Scheiß! Pinguine! Ah, cool, es geht runter. It goes down. Damage. Den müssen wir wahrscheinlich tot machen. Oh, Illusion im Wechseln. Und da ist der. Tot. Tot ist er. So, wie bekommt man... Ach, jetzt da. Gut, der Joker. Schauen wir mal, wie lange wir noch haben. Oh, gut, jetzt da. So schön. Gut. Hm.
Oh mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken? Hab ich mich jetzt erschrocken? Übelst. Oh, da, der Joker. Joker. Joker, Joker. Points. Hier speichern wir natürlich wieder. Er bleibt ganz still drin. Oh. Ist mir eigentlich egal. Damage. Erster Punkt verloren. Okay, seit wann kann der Elektroschocks machen? Okay, zweiter Punkt verloren. Oh mein Gott. Hihi. Bei dem sieht man das Gerippe. Voll lustig. Lustig. Ich bin im Film. Ja, er ist im Film. Ich bin auf YouTube. Übel, gell? So, die bekommen jetzt auch was auf die Fresse. Also mir hat das gefehlt mit der Macht. Das fehlt mir anscheinend. So. Jetzt weiß ich, warum das Spiel ab 6 ist. Weil es so einfach ist. Ja, das ist ganz einfach, das Spiel. Aber manchmal gibt es wirklich schwierige Aufgaben. So. Bam. Nee. Hier, Flying Fox und in the Face Kick. Gut. Er flieht. Wer hat's gedacht? Possen in Theater. Possen oder Possen? Keine Ahnung. Ich glaube eher Possen. Pussies in Theater. Gut, also wir haben freigeschaltet. Batman und Robin. Die Anfangscharaktere. Natürlich gibt es Batman und Batman. Und es ist einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Game. Einfach nur zum Weiterempfehlen, finde ich. Wir haben ganze 3% geschafft von 100. Folgt. Wir haben einen neuen Anzug freigeschaltet, freigefügbar. Und wir haben, wie viele Steinchen? Eins wahrscheinlich. Ja, ein Steinchen. Und das war's auch schon wieder meinerseits. Was kann ich noch sagen? Dies war mein Let's Play zu Lego Batman 2 DC Universe, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Nein, DC Superheroes, Entschuldigung. Ja, was gibt es noch zu sagen? In der nächsten Woche, am 25. in diesem Monat, kommt Landwirtschaftssimulator raus. Nur so als kleine Info, da mache ich dann auch noch ein Let's Play, ein Let's Test und ein Let's Show. Ja, also, wo war ich genau? Ach, beim Landwirtschaftssimulator, ja. Der kommt raus und da mache ich Let's Play, wie schon gesagt. Wird bestimmt ganz lustig und ja, was gibt es sonst noch? Eigentlich nichts mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Kriterien habt, was ich besser machen kann, was vielleicht ganz gut ist schon, wieder schreibt es in die Kommentare. Und sonst